Online-PR ist mehr als Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Internet. Die Online-PR trägt dazu bei, Reichweite im Internet aufzubauen und potenzielle Kunden dafür zu erreichen. Die Online-PR verbindet Strategien aus PR, Marketing, SEO und Social Media. Während die klassische PR über Redaktionen und Medienvermittler Inhalte veröffentlicht, ist das Besondere der Online-PR die Selbstveröffentlichung auf neuen Medien. Über Presseportale werden Online-Pressemitteilungen veröffentlicht, um größere Reichweiten zu erzielen. Online-Presseverteiler vereinfachen diesen Prozess enorm und optimieren die Online-PR. Social Media bietet neue Medien zur Selbstveröffentlichung, um PR-Inhalte zu verbreiten, wie zum Beispiel über Microblogging-Dienste wie Twitter, Dokumentennetzwerke wie Google Drive, Bookmark-Verzeichnisse wie Digo oder über Social Networks wie Facebook. Eine zentrale Position nimmt das Content Marketing in der Online-PR ein. Ziel von Content Marketing ist es, nützliche, informative und relevante Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen zu definieren. Die Mehrfachverwertung der Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen kann über die verschiedenen Medien folgen: Online-Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Videos, Anleitungen, Checklisten oder White Papers. Online-PR-Botschaften erreichen die Zielgruppen nur, wenn sie in den Suchmaschinen sichtbar sind. Die Suchmaschinen sind die wichtigsten Recherchequellen. Die Optimierung von Texten für die Suchmaschinen ist dafür ein wichtiger Bestandteil der Online-PR. Online-PR-Kommunikationsinstrumente wie Social Media, Presseportale und Blogs gewinnen immer mehr an Bedeutung. Mit diesen Instrumenten lassen sich mehr Veröffentlichungen, größere Reichweiten, mehr Verknüpfungen und eine viel größere Sichtbarkeit erzielen. Durch die neuen Medien des Web 2.0 sind völlig neue Möglichkeiten der Selbstveröffentlichung von Informationen und des Dialoges mit den Zielgruppen entstanden. Neue Möglichkeiten, um die Öffentlichkeit mit relevanten Inhalten auf sich aufmerksam zu machen, Vertrauen zu schaffen, Leads zu generieren und die Kundenbindung zu unterstützen. Eine gute Möglichkeit liefern Online-Pressemitteilungen mit aktuellen Inhalten und ausgewählten Keywords. Optimieren Sie Ihre PR-Arbeit. Folgende Punkte sollten Sie beachten. Finden Sie relevante Themen für Ihre Zielgruppen. Das heißt, geben Sie Ihren Zielgruppen Antworten auf Ihre Fragen und Lösungen zu Problemen. Setzen Sie die neuen Online-PR-Instrumente gezielt ein. Veröffentlichen Sie eine Online-Pressemitteilung auf Presseportalen. Erstellen Sie dazu ein Video für YouTube und eine Präsentation auf SlideShare. Steigern Sie die Reichweite und die Sichtbarkeit Ihrer Pressearbeit. Das heißt, veröffentlichen Sie Online-Pressemitteilungen über viele verschiedene Presseportale, um die Sichtbarkeit und die Reichweite im Internet zu erhöhen. In unserer Checkliste Erfolgreiche Online-PR zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Online-PR-Arbeit optimieren. Gerne stellen wir Ihnen die detaillierte Checkliste kostenlos zur Verfügung. Den Link finden Sie unter diesem Video bzw. bei den YouTube-Kommentaren. Nutzen Sie alle Möglichkeiten der Online-PR und veröffentlichen Sie jetzt Ihre erste Online-Pressemitteilung. Testen Sie PR Gateway 14 Tage lang kostenlos und melden Sie sich jetzt an unter www.pr-gateway.de. Besuchen Sie uns auch auf unserem Blog, auf Facebook, Twitter, Flickr und Google+. Weitere Videos finden Sie außerdem auf unserem YouTube-Kanal.